Gründer und Kommandant von Auschwitz-Birkenau war Rudolf Höss. Mit dem Befehl der Endlösung beauftragt, konstruierte Höss ein System, in welchem die ankommenden Menschen so effizient wie möglich ermordet werden konnten. Unter Höss' Leitung wurde zum ersten Mal das berüchtigte Gift Zyklon B eingesetzt, um die Vergasungen im industriellen Umfang durchzuführen. Höss sagte später im Prozess aus, dass ihm die Wirksamkeit von Zyklon B davon überzeugt hatte, dass die Massenhinrichtungen nun beginnen konnten. Zeugen bezeichneten ihn als ruhigen, eiskalten Technokraten, dem es einzig und allein darum ging, das Soll an getöteten Menschen zu erfüllen. Schätzungsweise 900.000 Menschen wurden direkt nach ihrer Ankunft ermordet und in den angrenzenden Krematorien verbrannt. Rudolf Höss wurde am 2. April 1947 zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand am 16. April auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz statt.